So, da bin ich erstmal wieder. Also Chat, was meint ihr? Wie können wir denn das Brückenproblem hier irgendwie anständig lösen? Beziehungsweise hat jemand von euch den Abschnitt schon gebaut mit dem neuen Splines Update? Was wäre da irgendwie sauber? Was mit Midas 100 funktioniert es einfach nicht. Ich sehe einfach nur, dass wir da mit einem kleineren Radius einfach nur fahren. Ansonsten. Keine Ahnung, wenn wir das hinkriegen. Schwierig, schwierig. Bis wir die 100 lassen müssen, sonst kommst du in Schwierigkeiten mit Hypersen Plus mit dem Zug. Ja, wobei, wir haben ja da schon hinten mit Steigung von 6 zu kämpfen, aber das mit dem Radius von 100 wird wohl eher nix. Knifflig. Ich spiele mal mit einem neuen Grenzwert von 80. Ich werde mal ganz kurz das Spiel umstellen. Gut, man kann natürlich sagen, man fährt gar nicht mal hier entlang, sondern man macht es irgendwie anders, aber hier runter ist einfach schon eine geile Stelle, um hier die Brücke zu machen. So, das passt eh erstmal gar nicht. Natürlich das Gefälle hier nicht gemerkt. Wenn ich jetzt mal hier mit minus 80 fahre. Beinahe, zuerst erstmal gerade. Das sieht schon mal besser aus. Hier wieder gerade werden. Ich glaube, wir sind hier zu tief. Cool. Das ist jetzt auch mal was Neues, dass wir hier zu tief sind. Das heißt, wenn wir hier wieder weiter ...1% Steigung, dann waren wir hier auf einer Höhe. 1%. Okay, merken wir uns mal den 1%. Die 1% hier irgendwie raus. Das wird jetzt Trial and Error werden. Ah komm, lass mich snap. Spiel.
Echt so? Ich glaube, ich muss das hier wirklich dirty bauen. Und jetzt mit die... Probieren wir es mal hier mit der Brücke. Glaub, jetzt passt's. Auch wenn es ein 80er Radius ist. Der Abschnitt ist echt mega dirty, aber ich glaube, es könnte funktionieren. Da müssen wir sogar ein kleines Stück nach oben gehen. Das wird super eng. Okay, den Part hier machen wir hier mal weg. Moin Nachtfell. Na, alles gut bei dir? Also wenn ich jetzt hier mit 90 weiterfahre... Nein, das gibt's doch nicht! Da ende ich wieder hier im Hügel drin! Ach Mensch! Das kann's doch nicht sein, das hat jetzt so gut ausgeschaut. Mann. Ich will alle nerven hier. Mit 30 komme ich dann hier runter. Geil. Ja, Flopper, es ist kein Problem vom Gefälle. Es ist jetzt eher ein Problem vom Radius. Ach Mensch. Dann noch anderen Winkel hier rein. Kann ich das noch besser verändern hier? Dann muss ich eventuell hier die Kufen weiter reinziehen. Mehr an der Wand. Fang hier früher an. Ach ja, das ist so typisch Waywards Online. 5 Millionen Mal neu bauen, bis das nicht irgendwann mal funktioniert. Gut. Versuchen nochmal 10.000. Radius 90, wo kommen wir eigentlich mit 90 hin? Einfach nochmal kurz testen. Ja, wisst ihr was, das machen wir jetzt mal wirklich mal mit Radius 90 durchgehend. Einfach nochmal zu gucken. Du kannst hier erstmal ein bisschen nach unten gehen. Hier ein Blattwerk drin. Dann hier mit der Brücke weiter. Ich schaue jetzt mal überhaupt nicht auf die Optik. Mir geht es einfach nur darum, wo ich hinkomme.
Möchtest du das bitte bauen? Komm, jetzt bau die Brücke. Du wirst mir jetzt auch bitte nicht sagen, dass du das nicht bauen kannst. Komm. Bau die Kackbrücke. Bin ich Radius 90 durchgehend, ne? Und ich komme schon wieder auf diesen Berg hin. Oder auf den Hügel da. Ah, das ist mühsam. Wie zum Teufel. Ah, Moment mal. Ich glaube, ich habe gerade eine Idee. Jetzt vermutlich eh nicht aufgehen, aber was ist, wenn ich hier einen Anschluss mache? Idealerweise hier so, vielleicht mit einem leichten Winkel. Es geht sich ja hier nie im Himmel aus. 90er Radius, 80, 70. Ernsthaft hier oben mit. Mit mal 70 geht. So, jetzt habe ich mal den Winkel komplett verhaut. Komm, Gleis, komm bitte nochmal her. Oh, wo ist jetzt das Gleis? Komm, komm bitte her. Ja, nur schauen gehen hier hinten. Mit dem Radius komme ich dann. Das ist 50. Es ist ein Radius von 50. Einfach mal rein aus Neugier, wenn ich jetzt hier mal ein Auto connecten mache. Dem Gleisstück, was ich da hinten habe. Also dem hier. Zirkelmodus aus. Lässt er mich das eh nicht bauen. Wenn wir jetzt hier testen, was wir die Stahlbrücke nehmen. Lässt er mich das machen? Okay. Sieht total beschissen aus. Ich meine, schaut euch mal diese Kurve da an. Das ist ja echt heftig. Kannst du bitte weggehen? Auto-Delete von den Bäumen, das wäre doch was. Ja, nee, das sieht scheiße aus. Das will ich eigentlich überhaupt nicht so lassen. Ich meine, nee, Staffel 1 Strecke, die war irgendwie schöner. Aber wisst ihr was, wir werden jetzt erstmal die Lok schnappen. Dann will ich mal sehen, was passiert, wenn wir mit der Lok hier runterfahren.
Muss ich immer noch die Hilfselemente hier löschen. Dass ich die Strecke lösche. So, weg mit dir bitte. Dankeschön. Hatte nur ein, zwei Bäumchen, die uns den Weg blockieren. Also, das Gefälle, das sieht echt nicht gut aus. Das wird schlimm werden. Oh je. Yeah. Ich komme mit der Lok nicht mehr wieder rauf. Zwei Hänge am Abhängen. Ach komm, volles Risiko. Macht's dir nicht Spaß? Du auch nur weg. Das war dann die erste richtige Entgleisung, wenn überhaupt. Also ich würde sagen, zwei Sachen können passieren. Also entweder gleise ich, oder ich kann nicht bremsen und fahre dann halt übers Gleis hinaus und entgleist dann. So, das sieht doch gut aus. Alle Fälle muss ich ein bisschen langsamer fahren. Was ist Game Roblox? Game Cookie klicke und schau den Stream an. Ja, so lange Spaß macht. Der muss hier auch noch weg. Ansonsten glaube ich, vielleicht die Weiche hier richtig stellen. Die wäre doch ganz gut. Ansonsten den Gleis mal hier schon, bevor der ganze Spaß anfängt. So, die hier noch weg. Oh komm, lass mich vorbei. Ich muss hier bauen. Bäume ohne Ende. Eigentlich irgendwo schade, dass es nichts mehr kostet. Das war halt so die eine kleine Challenge, die man noch hatte, wegen dem Geld hier drin. Geh weg hier. Ich glaube, wir sind weitestgehend frei jetzt. Ja. Also, oh, dieser Knick. Also, oh, ich habe echt ein Problem mit dieser Strecke. Das sieht nicht schön aus. Das ist nicht mein Standard. Aber muss erstmal funktionieren. Vorerst. Aber das, das wird alles abgerissen. So, du bist jetzt hundertprozentig kalt. Ja, natürlich. Kann man dich wieder einheizen hier. Komm, geh runter. Einer 70%. Oh, ich sehe nichts. Kannst du... Kamera! Wir sind bei Falltemperatur 27. Das dauert jetzt ein bisschen. Möchtest du ein bisschen rauszoomen? Dankeschön. Komm, ich sag dir rauszoomen. Okay. Gut, ja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen warten. Ich würde mal sagen, so 2-3 Minuten. Ich nutze mal ganz kurz die Zeit. Und hol mir mal ganz kurz einen kleinen Snack. Ich habe noch gar nichts gefuttert. Und dann komme ich gleich wieder. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Gestärkt und... Kamera funktioniert nicht mehr. Geil. Hier nochmal rein. Ja, bereit für die Testfahrt. Geht bestimmt schief.
glaube, das ist ein Anfahrttest. Mache ich hier unten mal nochmal. Sofern ich nicht vorher entgleise. Aber hier läuft es erstmal. Voll Schmackes. Ich würde sagen, so 65% wird der Anfahrttest mit der Last auf der anderen Strecke hier unten nicht klappen, nachdem sie jetzt bei 100% schon so am Arbeiten ist. Aber die Lok können wir dann wenigstens geile Doppeltraktion fahren. Wenigstens die Kupplung, was funktioniert. So, gleich hast du es geschafft. Ja, das findet sie nicht so geil mit der Steigung hier. Aber das Ganze kann ich hier eliminieren. Das kriege ich irgendwie hin. Man als Notfalllösung, also eigentlich ist es keine Notfalllösung, ich kann eigentlich auch den Zwirbel hier weiter unten machen, wie ich es in der ersten Staffel gemacht habe. Das löst aber nicht das Problem, dass ich hier hinten irgendwie raufkomme. Ah, wobei. Ich kann da hinten auch eine zweite Megabrücke machen mit Stützen. Ah, so viele Optionen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich würde schon gerne mit dem Gelände gehen. Zweite Megabrücke. Da gab ich mal so ein bisschen Brainstorm. Oder? Ab hier braucht man jetzt keine Leistung mehr. Denn ab jetzt geht's bergab. Und zwar gewaltig. Vielleicht wäre Bremsen jetzt dann langsam keine schlechte Idee, ob da. Oh, und Trailblazer Online fängt zum Ruckeln an. Das wäre super. Just for the record, ich bin jetzt voll in den Eisen. Und ich glaube, ich werde schneller. Das war absehbar. Okay. Möchtest du vielleicht bald anhalten? Meine Gleisen ist schon mal nicht. Das finde ich super. Anhalten wäre jetzt nicht schlecht. Anhalten. Oh, scheiße. Da ist ein Baum. Halt an. Bitte halt an. Halt an. Bitte. Ja, schön. Schön. Bremsen bitte. Danke. Ja, also sollte die Strecke so oder so ähnlich sein,
Bremsen ist ein Thema. Geil. Ah, hätte aber schlimmer sein können. Ja. Machen wir den Baum hier mal weg. Den hier. Noch einen hier. Das wäre eigentlich ein Screenshot wert, ne? Ich mache mal ganz kurz ein Foto. So, einmal abgleisen, bitte. Na komm, nimm die Lok. Nimmst du jetzt die Lok, bitte? Ich will dich aufgleisen. So. Vielleicht irgendwo hier. Und diesen einen Wagen hier. Flat Car. Okay. Vorbereiten. Das finde ich jetzt voll super, dass du da hinrollst. Dann passt es gerade schon mal. Wieder ankuppeln. Steuerung nach hinten, ein bisschen Gas, los geht's. Was heißt hier, ich habe hier am Brennholz gespart? Ist es so gut wie voll noch? Bremsen lösen. Hinten, glaube ich, habe hier nichts angezogen. Okay. So, jetzt schauen wir doch mal, ob wir das Ganze auch wieder hochdrücken können. Aber ich wette, das wird nichts. Machen wir gerade mit Maximum Schmackes. Tatsächlich gerade ein bisschen zu schnell. Aber einfach mal schauen, ob das geht. Oh oh, sie wird schon langsamer. Ah, könnte knapp werden. Ja, nein, das wird nichts. Oder? Komm, drück. Drück rauf, drück rauf, drück rauf. Nope. Okay, mit Last hier drauf, mit einer Lok. So, das wird nichts. Und da rutscht man durch. Ich hätte wenigstens angehalten. Noch bevor wir das mal das zweite Mal entgleisen hier. Jetzt, wo der Baum wenigstens weg ist. Also, wenigstens streckentechnisch werden wir jetzt nicht entgleisen, aber okay, mit Last hier drauf, das ist nicht. Und runter müssen wir vorzeitig bremsen. Möchtest du bitte bremsen? Das Gleis hört da vorne auf. Komm, brems, brems, brems. Bitte brems. Okay, bremsen, die zweite hat funktioniert. Warte noch so. Ich bin echt nicht glücklich, so wie das jetzt hier gekommen ist. Jetzt ist mal auch hier der Schlenker. Hier am besten gerade und dann die Kurve hier rein. Hier in die S-Kurve da. Ah, unschön, 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 aber es funktioniert. Also mit den großen Loks fahren wir hier nicht. Wir fahren nur mit den Berglokomotiven. Der steht fest. Aber ich brauche auf alle Fälle eine fette Zuglokomotive oder zwei.
dann von da unten die Lasten hier nach oben ziehen. Was einfach zu steil ist. Gut. Ja, liebe Leute, das war's erstmal vom Bauprojekt hier in Railroads Online. Ich mache mir noch ein paar Gedanken, wie man das vielleicht ein bisschen verbessern kann. Aber die nächsten Episoden, also das war jetzt dann 7 und 8, was wir heute hier so gemacht haben, so zeittechnisch, werde ich ebenfalls im Livestream machen. Also freut euch da schon mal. Eventuell morgen Abend oder ansonsten Montag oder Dienstag geht es dann gerade wieder weiter. Und zwischendrin lasst mir was einfallen hier mit dem Ganzen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren, wunderbaren, schönen Abend und bis bald. Macht es gut. Tschüdelü. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.